Monolithisch, ja, woher dieser Name wohl kommt, das ist wohl relativ eindeutig. Von den ganzen Monolithen, wir nehmen erstmal ein paar Ballons, denn da sind auf jeden Fall einige Tesla und oben rechts eine Valkyrie, da ist nämlich noch ein Tesla mit sehr, sehr vielen Skelettfallen. Dann kommt die Flammenschleuder. Die Flammenschleuder soll sich jetzt natürlich erst einmal um die Tesla kümmern. Ne? Nicht vergessen, am Anfang die Ballons, die brauchen wir auf jeden Fall, um diese Tesla auszulösen, denn sonst, ja, fährt die Flammenschleuder da womöglich frontal rein und das wollen wir natürlich nicht. Sie soll so lange überleben, wie es geht. Sie soll sich nämlich um die Magiertürme kümmern, soll sich um den Tesla kümmern und vor allem ganz wichtig um die Adler-Dev. Auch hier wieder das große Plus, der Einzelspieler-Level, es gibt ja keine Zeitbegrenzung, wir haben alle Zeit der Welt. Wir können jetzt in aller Ruhe erstmal warten, dass die Flammenschleuder jetzt hier ihre Aufgabe erfüllt. Bedeutet, die Flammenschleuder jetzt auf dem Weg Richtung des Tesla und dann natürlich noch auf dem Weg Richtung Adler-Dev. Wir kommen ganz kurz mal zu den Truppen. 3 Golem, 9 Hexen und 15 Bowler. Einen Magier zum Auffüllen, Helden am Start, Zauber. 2x Sprung, 3x Wut, 3x Freeze, 1x Gift. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Die erste Phase des Plans ist jetzt gleich schon mal vorbei. Die Adler-Dev ist nämlich jetzt gleich kaputt. Dann können wir mit dem Rest weitermachen. Und das sieht so aus, dass wir jetzt da auf die, ja, auf die Ecke und auf die Ecke da unten, wo wir halt möglichst viel, ja, Nutzen haben von dem Sprungzauber, da setzen wir den dann drauf. Zack, 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 Golem verteilt setzen und die Hexen schön weit außen. Hexen schön weit außen. Plan natürlich jetzt hier auch, dass die Monolithen vielleicht von dem ein oder anderen Skelett der Hexe abgelenkt werden. Bowler hinterher, genauso natürlich wie unsere Helden. Wutzauber schon mal drauf und dann können wir gleich auf jeden Fall gucken, dass erstmal die Truppen alle schön in die Mitte laufen, was wir jetzt schon mal getan haben. Freezen, immer mal wieder gucken, ne, dass hier den ein oder anderen Monolithen freest. Das ist natürlich das Gefährlichste hier. Die Adler-Dev kann man so ein bisschen vernachlässigen. Der Warden wurde gezündet. Und ihr seht es, es geht relativ easy. Wir kommen jetzt hier relativ gut durch. Ja, der Monolith unten ist auch kaputt. Da sind zwar noch so die ein oder andere Skelettfalle, das macht aber gar nichts, denn wir haben ja noch alle Helden übrig. Und ihr habt es gesehen, wir sind super leicht durchgekommen. Die Tesla unten machen uns auch keine Probleme mehr. 95% und jetzt ist es gleich geschafft. 3 Sterne beim Einzelspieler-Level monolithisch.